So, hallo Leute, time to frag, time for Half-Life Alyx. Ich habe es mit dem einen oder anderen Spiel probiert, aber Half-Life hat mein Empfinden in Sachen VR-Qualität soweit erhoben, dass ich nun wieder zu Half-Life zurückkehre. Ohne ein Let's Play der Kampagne zu machen, aber ich probiere heute mal ein Mod aus. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, unter Add-ons und Workshop durchsuchen, diverse ja, Add-ons runterzuladen. Ich habe mir jetzt einige mal zusammengeladen, die alle 5 Sterne haben. Und wenn ihr ein neues Spiel startet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen Add-ons und Originalgame zu wechseln. Das sieht sehr lustig aus, okay. Und das MC1, hier steht es ja, Overcharge, starte ich jetzt mal auf leicht, fortlaufende Bewegung. Abhängig von der Handorientierung, glaube ich, war richtig. Waffe rechts, Spiel starten. Okay. Also es gibt ja schon eine Vielzahl von Add-ons, die einem zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ich hatte mich dafür entschieden. Fünf-Sterne-Mods erstmal auszuprobieren. Das ist eine kleine Kampagne. Die halt irgendwer gestrickt hat, ne? Overcharge. Ich bin gespannt, wie lang die ist. Ganz. Ich weiß nicht, ob ich hier die ganze durchspielen werde, aber auf jeden Fall spiele ich sie mal an, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ob das von der Qualität her das gleiche ist, wovon ich mal ausgehe. Die Waffe ist eine andere, ne? Man muss also mit Kimme und Korn zielen. Das kommt mir doch bekannt vor hier, ne? Dieser Waschmaschinenraum. Ups. Also auch hier liegt natürlich Munition rum. Auch hier liegen Polymere und allen möglicher Kram rum. Also man kann auch Waffen pimpen. Wir haben hier tatsächlich ein anderes Verschlusssystem. Auch nett. Ich sehe nicht, wie viel Munition ich hier schon verballert habe. An den Typen schleiche ich mich mal ran. Gleich. Okay. Okay. Okay, ich wurde erwischt, aber überschaubar. Da ist tatsächlich eine kleine Patrone, die ich verloren habe. Okay.
Also hier ist nichts mehr. Qualitativ eben genau das gleiche wie in der ganz normalen Kampagne. Ist quasi so aus zusammengesetzt aus Elementen, ja, aus Spielelementen, die schon fertig designt sind, logischerweise. Hier haben wir einen laufenden Motor. Oh, da ist ein Polymer. Hier wieder das klassische Equipment. Der Ton des Autos hört abrupt auf. Ja, zack, zack. Ein Schritt weiter und alles ist ruhig. Kleiner Kritikpunkt quasi, aber im Endeffekt halb so wild. So, hier kommt man anscheinend ja nicht durch. Guten Tag. Hallo. Kommen Sie mal runter. Er will nicht. Oh, doch, er kommt. Ja, ja, ja. Sehr schön. Okay. Also, wir stapeln mal ein bisschen hier, ne? Oh, ein Polymärchen. Ich habe ein weiteres Polymärchen gefunden. Sehr schön. Lief ja gut. Oh, wieder fast voller Energie. Eine kleine Ratte. Arme Viech, ne? Hüpf. Okay. Check. Das waren ziemlich viele Polymere. Jetzt ist da scheinbar nichts mehr.
Oh, noch ein Polymer. Ups. Ihr merkt schon, auch hier ist es wichtig, sich immer mal wieder umzusehen. Jetzt muss ich aber noch mal kurz was checken. Nicht, dass ich hier noch was übersehen habe. Ihn habe ich noch nicht untersucht. Oh, seht ihr? Und sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Oha. Hui. Ich würde sagen, viel Lebensenergie verloren, viel Moon verballert. Wieder so ein toter Geselle. Gucken wir mal, ob wir hier auch nicht irgendwo ein Polymer übersehen, ne? Da ist ja nichts drin gewesen. Mülleimer? Nö. Ups. Nö, nö, nö. Also ihr seht, gute Qualität. Natürlich. Gleiche Komponenten, wie man sie auch vom Hauptspiel her kennt. Der Übergang der Soundkulissen ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber ist hier ein bisschen ja, anders. Beziehungsweise nicht so. Super umgesetzt wie im Originalspiel. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel, den ich mal einfach in der Hand behalte. Der wird uns bestimmt durch irgendeine Tür geleiten. Auch hier immer wieder. Der Hinweis, guckt in jede Ecke. Es ist so wichtig. Überall sind irgendwelche Polymere oder Munitionsteile.
Merken. Hier habe ich den Schlüssel einfach mal. Okay. Ich habe, glaube ich, zufällig seinen Tünister, da seinen Explosivtünister getroffen. Nichts mehr hier? Das ist schade. Da muss ich jetzt hoch durch das Fenster. Ah, oben liegen geblieben. Hier ist nichts mehr, ne? Wo ist jetzt der Schlüssel? Doch nach unten gefallen. Puh, okay. Ich möchte einfach nicht den Handgranatenslot hier aufgeben. Ja. Leider nicht vorgesehen. Schade. Eine so eine Spritze stellt immer knapp ein Gesundheitsherzchen wieder her. Tiger aus dem Originalspiel. Hier scheint aber nichts mehr drin zu sein. Hä? Was war das? Oh, das Knistern hört nicht mehr auf. Interessant. Hört sich ein bisschen crazy an.
verfolgt einen. Also hier habe ich einen kleinen Bug, ne? Oh, eine Melone. Habe ich im Originalspiel gar nicht so mitbekommen, dass eine Melone da rumlag. Also in dem Level gibt es tatsächlich so einen kleinen qualitativen Bug, dass Geräusche, die irgendwie begonnen sind, gar nicht mehr richtig aufhören. Im Kochtopf versteckt. Unglaublich, ne? Wie viel Moon habe ich? 80 Schuss. Das geht ja. So ein Kram braucht man jetzt gar nicht zu probieren. Wo kein Türgriff drin ist, kommt man auch nicht rein. Da bin ich reingekommen. Da ist der sagenumwobene Schlüssel. Es hört jetzt nicht auf zu knistern. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nicht. Hm. Knistern begleitet einen. Da hätte ich die Kartusche nicht aufbrauchen müssen. Aha, ein zerlegter. Lustig. Da ist nix. Ah, hier, ne? Wir entsinnen uns. Ja. Ach. Neue Knarre. T-Shirt sagt. I'm out. Nur zwei Schuss. Okay. Die Waffen sind hier im Add-on tatsächlich eben ein bisschen anders designt. Und da komme ich nur. Oh! Alter, das gibt's nicht, ey. Guckt euch das an. Sehr schön, ja. Eine kleine Speicherung. Was ist das? Nee, kann man nichts drücken. Kann man nichts aufmachen.
Ein Polymerchen. Okay. Da geht's dann weiter. Das ist das gleiche Rätsel. Aha. Jo. Guckt an. Ach so, jetzt habe ich hier noch den Schlüssel. Wo habe ich den hingelegt? Da. Blöd ist, dass man nur hier und da was Zusätzliches reintun kann. Und diese beiden Sachen, die muss ich jetzt quasi temporär zurücklassen fürs nächste Mal und mir wiederholen. Und hier geht es dann gleich weiter, ne? Oder demnächst. Also, da seid ihr. Das soll es gewesen sein. Ich beende diesen Mod. Gespeichert habe ich schon. Und bin ich wieder in der Lobby. Also, wie ihr gemerkt habt, zumindest dieses diese erste ausprobierte Modifikation lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Story dahinter ist jetzt zu viel verlangt, das Story zu nennen, aber man ist halt der letzte verbliebene Rebell und ja, kämpft sich da irgendwie durch die Combine-Soldatenmassen. Ansonsten von der Mechanik her genauso wie Half-Life auch. In dem Fall waren die Waffen anders designt. Und man arbeitet aber trotzdem auch mit Polymeren etc. Ich bin gespannt, wie ich meine Waffe pimpen kann. Wahrscheinlich mit ähnlichen Features wie aus dem Hauptspiel bekannt. Wenn ihr Teil 2 sehen wollt, keine Ahnung, wie lang dieser Mod ist, dann schaltet demnächst wieder dazu. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Für ein Abo sowieso. Haut rein. Schmeckt fein.